Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder mal für euch bereit. Und zwar mit Neuigkeiten. Und zwar gibt es etwas sehr, sehr Schönes Neues. Mein bereits angekündigter Gina-Kalender 2012 ist soweit fertig. Noch genauer, der Kalender ist in Druck. Wir haben uns entschieden, wir machen doch eine kleine Auflage des Kalenders, drucken die einfach mal auf gut Glück. Aber es ist nur eine kleine Auflage und wer den Kalender haben möchte, da kann ich nur sagen, schnell, 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 denn wenn er vergriffen ist, dann ist er weg. Tja, wie kommt man an den Kalender? Das möchte ich euch auch erklären. Zum einen seht ihr ja nochmal meine Homepage-Adresse eingeblendet. Direkt auf meiner Homepage, wenn ihr die betretet, seht ihr dann den Link, wie ihr bestellen könnt. Da stehen alle Informationen, auch die Kosten etc. nochmal aufgeschrieben. Ansonsten möchte ich euch natürlich den Kalender nicht vorenthalten. Ihr sollt ja nicht die Katze im Sack kaufen. Der Kalender hat Format A3 und es handelt sich diesmal um Bilder, die allesamt von uns, also vom Team Gina, von mir und meinem Mitarbeiter, vom Jörg, Bilder, die von uns auf Mallorca geschossen worden sind. Dazu Studioaufnahmen von mir, die dann kombiniert worden sind. Und ich denke, es ist doch eine sehr, sehr schöne runde Angelegenheit geworden. Apropos runde Angelegenheit, hier rundherum um mich dieser wunderschöne Rahmen, den ihr sehen könnt. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, es handelt sich um die vier Jahreszeiten. Und diesen tollen Rahmen, den hat mir ein junger Künstler namens Damien DX gemacht. Speziell für mich hat er den gemalt. Ganz, ganz toll. Ich kann mich gar nicht genug bedanken für diesen sensationellen Rahmen. Er ist übrigens nicht nur ein toller Zeichner für solche Sachen. Er macht alles Mögliche. Er hat auch Comics schon gezeichnet. Er ist Kostümdesigner. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Auch für mich immer ganz spannend. Er hat wunderbare Kostüme schon designt. Und er schneidert sogar selber. Also wenn ich mal zu faul bin, weiß ich, wo ich hingehen muss. Dazu fertigt er noch ganz, ganz, ganz sensationelle Puppen an. Und eins kann ich euch schon mal zu ihm sagen. Er ist jemand, der nicht am Fließband arbeitet. Alles, was er macht, sind Unikate. Und das heißt, nicht nur die Farben werden anders, sondern alles, was er entworfen, geschneidert oder gemalt hat, es sind alles komplett Unikate. Den Link zu ihm findet ihr in der Infobox. Er ist bei mir bei Facebook mit verlinkt, da könnt ihr auch da schauen. Aber wie gesagt, den Link dazu findet ihr hier nochmal an dieser Stelle. Damien DX, vielen, vielen lieben Dank für diesen sensationellen Rahmen. Und ihr Lieben, das war auch genügend gequatscht für heute. Ich hoffe, ihr seid schnell, wenn ihr den Kalender haben wollt. Bestellt den schnell, solange die Auflage noch nicht komplett vergriffen ist. Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Gina.